Hallo zusammen, Hi Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Erweckung der Bestie anzunehmen bei Yertail Abduarn in Vashir Schimmernde Weiten an dieser Stelle, allerdings in dieser großen Schnecke drinnen. Eingang hierzu ist an dieser Position. Vorquest war Aufseher Idrakes und auf der Minimap seht ihr genau, wo ich bin. Hier bekommt ihr hinein normalerweise oder an einem dieser Dingse. Tunnel. Was führt euch hier? Nehme ich hier an. Und die quatschen jetzt miteinander. Mögen euch die Winde leiten. Oder auch nicht. Doch. Wie man von Esfer sagt. Fluchtweg, okay. Nun darf man hier entlang laufen. Kann ja auch aufmounten. Und dann geht's hier entlang. Da muss irgendwo ein Seepferdchen sein. Bin mal gespannt. Ah, schaut mal. Und ich glaube, ihr dürft für die Quest nicht auf euer eigenes Seepferdchen aufsteigen. Ihr müsst es hier benutzen. An dieser Stelle. Nun wird man automatisch weggebracht. Bin gespannt, wohin. Oh, wer hätte es gedacht? Eine weitere Höhle. Schimmernde Weiten. Und die Höhle heißt der stille Strand. Alles klar. Schwimmpunkt ist auch dabei. Oder keine Ahnung, wie man das nennt. Flugpunkt, Schwimmpunkt. Quest ist dann abzugeben bei Kapitän Taylor. In Vashir, Schimmernde Weiten an dieser Stelle. In einer Höhle drin, ein Gang befindet sich hier. Ziemlich tief im Wasser. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.